Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen. Die Digitalisierung der Wirtschaft nimmt langsam konkrete Formen an. Dabei gilt es, die Chancen für unsere Unternehmen in Baden-Württemberg zu nutzen. Industrie 4.0 stellt sowohl für unsere Unternehmen als auch für unsere Gesellschaft im Ganzen vor große Herausforderungen. Daher muss dieser Prozess durch die Politik begleitet und gefördert werden. Die eingeleiteten Aktivitäten des Wirtschaftsministeriums, zum Beispiel hinsichtlich der Clusterbildung, gehen dabei in die richtige Richtung. Jedoch weisen auch Sie darauf hin, dass kleine und mittelständische Unternehmen aufgrund ihrer begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen die großen Verlierer sein können. Daher müssen diese, auch nach Meinung der AfD, unbedingt unterstützt werden. Das Weißbuch Arbeiten 4.0 zeigt ganz klar auf, dass mit der Digitalisierung der Wirtschaft auch eine große Arbeitszeitflexibilisierung einhergeht und dass dies sowohl von den Arbeitgebern als auch von den Arbeitnehmern gewünscht wird. Allerdings muss dieser Flexibilisierungsbedarf der Unternehmen mit dem berechtigten Anspruch der Arbeitnehmer auf Schutz und Gesundheit in Einklang gebracht werden. Hinsichtlich der flexiblen Beschäftigungsformen äußert sich das Ministerium in seiner Stellungnahme derart unkritisch positiv, dass ich hier näher darauf eingehen muss. Gerade hinsichtlich Leiharbeit und Werksverträgen förderte eine aktuelle Recherche des SWR erhebliche Missstände zutage. Inzwischen arbeiten in diversen Unternehmen in unserem Ländle bei gleicher Tätigkeit drei Klassen von Arbeitnehmern, bei erheblichen Einkommensunterschieden. Die Bezahlung eines Werksleiharbeitnehmers ist dabei zum Teil so niedrig, dass dieser mit Hartz IV aufstocken muss. Die Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, das zum 1. April in Kraft getreten ist, kann dabei nur als Aprilscherz angesehen werden. Das prekäre Beschäftigungsverhältnis Leiharbeit wird geradezu als reguläre Beschäftigung zementiert. So kann zum Beispiel durch den Abschluss eines Tarifvertrages die gesetzlich maximale Verleihung von 18 Monaten deutlich verlängert werden, wie unlängst von der IG Metall geschehen, auf 48 Monate, 4 Jahre. Und das, meine Damen und Herren von der SPD, nennen Sie dann soziale Gerechtigkeit. Sie sind im Bund in der Regierungsverantwortung und was machen Sie für die Menschen, die hier schon länger leben und arbeiten? Man sagt der AfD bekanntlich immer wieder nach, dass wir in ein ewig Gestriges zurück wollen. Aber was ist eigentlich so schlecht an fairen Arbeitsbedingungen, bei denen die Menschen in Sicherheit leben können? Statt einem zur Bundestagswahl nur auf Stimmenfang ausgerichteten Einkommenssteuervorschlag zu gehen, sollten Sie für faire Arbeitsbedingungen sorgen. Wir als AfD befürworten grundsätzlich den digitalen Wandel. Er sollte aber nicht von Auswüchsen einer Art Lohnsklaverei begleitet werden. Wir fordern daher die Regierung auf, ihrer Verantwortung für die Arbeitnehmer im Land gerecht zu werden und dieses Instrument nicht weiter auszubauen, bevor nicht alle offensichtlichen Missstände beseitigt worden sind. Die Frage des zukünftigen Qualifikationsbedarfs unter Industrie 4.0 wurde dabei ganz außer Acht gelassen. Um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu sein, muss das Ausbildungsniveau permanent höher werden. Kann das unser rot-grün-schwarzes Bildungssystem leisten? Wir sagen nein. Statt Leistungsdenken haben wir Gleichmacherei. Statt Vermittlung von Fachkenntnissen haben wir oft eine geschmacklose, nicht altersgerechte Sexualaufklärung. Das Bildungsniveau sinkt stetig. Seit Jahren beklagen Unternehmer sowie Professoren den immer schlechter werdenden Ausbildungsstand der Schulabgänger. Meine Damen und Herren der Regierung, das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Daher fordert die AfD
eine Rückkehr zum mehrgliedrigen Schulsystem, die Beendigung der Frühsexualisierung und auch der Gleichmacherei. Dankeschön.